Da war der Dirigent das bekannte Lied Papyrosen, was ist schon ein gewordener Volkslied, beliebter viele bei den Nicht-Jiddisch-Reders. Aber das Lied Papyrosen hat ihr Mechaber, und der Mechaber ist Hermann Jablokow. Von Reim Chaim Jablonik ist der künftige Akteur, Singer, Kompositor und Dramaturg geboren geworden, dem 11. August 1903 in Grodno, Weißrussland. Schon zu 12 Jahren hat das Ingele ungeheben Spielen Kinderrollen in einem ortigen amatorischen Theater und in 1920 eingeschlossen geworden in der Theatertruppe, wo es hat gespielt in Jiddisch und ist herumgefahren über die Städte von Lite und Polen. Mit 4 Jahren später fuhrt der junge Akteur in Amerika und noch etliche Jahre wandern mit den kleinen Theaterlich in Toronto, Montreal, Los Angeles, besetzt er sich in New York, wo er wird ungenommen in einem jüdischen Akteuren-Union, eine lebenswichtige Sache in der Zeit. Auf die 30er, 40er Jahren fällt uns der Evbeli von Jablokows Karriere. Er spielt in die berühmten jüdischen Theaters auf der 2. Avenue und in derselben Zeit führt er seine eigenen Vorstellungen. Der beste von sie ist der Pajaz. Später pflegt er ausnützend dem Emploi von einem Pajaz in seine Wochenprogrammen auf der Radiostanze WIVD. Was hat geehrt zum Vorwärts? In einer von den Programmen hat er zum ersten Mal gesungen das Lied Papyrosen. Hotsch geschaffen hat er es mit Jürgen Frier. Papyrosen haben gemacht Jablokow noch mehr populärer, wie er es gewesen bisher. Und Avade gebracht einen guten Rewach. Dem antiken Liebhaber von jüdischer Musik ist das Lied gut bekannt, zulieb dem glänzenden Duett Die Bäre-Schwester. Er pflegt oft herumfuhren mit Konzerttouren über der Welt, zusammen mit seinem Freund, der bekannten Aktrice Bella Mazel. Ein besonders wichtiger Ifti von Jablokow und seinem Freund ist gewesen der Auftritt nach der Melchume in die DP-Lagern, wo sie umgegeben über 100 Konzerten vor herum 180.000 jüdische Pläten. Sind 1945 vernimmt Hermann Jablokow wichtige Positionen in der amerikaner-jüdischen Theaterbranche. Er hat umgeschrieben und herausgelost 2 große Band von seiner Zichrones, Warum der Welt mit jüdisch Theater. Agaf, sie geht zu wissen, wie ein Cover Fakt, dass Levayois Jablokow in Brooklyn hat gegründet die Mischpuche von Hermann Jablokow. Er allein ist gestorben in New York, dem 3. April 1981. Eine kalte Nacht, ein nebeldicke, finster Umetum, steht ein Engele vertreuert und auf sich herum. Und Regen schützt im Norabant, a koschig lalter in Hand, und seine Augen leiden jeden Stund. Upit je koifsche koische Papyrosen, trugen von Regen nicht vergossen. Oy je bilig venemones, hoy tu no toy mi rachmones, ratevet fun unger mi hatsi. Upi je koi je shveva la chantik, der mid vet ira yosem der gvik. Um sis mein schreien un mein laufen, keiner wir bei mir nit kaufen.
alle lachen, machen von mir Spaß.